Die einzige Möglichkeit ist eigentlich tatsächlich Saschas Video, aber es wird dann wieder als Highlight hochgeladen und dann regt sich Sascha wieder auf, aber komm, juckt mich jetzt auch nicht. Was war das schönste Erlebnis? Das geht schon gut los. Okay. Was war das schönste Erlebnis, das du je mit einem Fan hattest? Stier, das schönste Erlebnis war wahrscheinlich, als Monte irgendeine Abo-Slut in den Anus gebankt hat, Digga. Verpiss dich, du! In diesem Sinne... Hä? War das wirklich in dem Livestream, wo ein Abonnent reingerufen hat, oder? Verpiss dich, du! In diesem... Echt jetzt? Laber nicht! Laber nicht! Oh mein Gott, das ist ja übel, Moncalazzo, Digga! Ciao! Okay. Das ist tatsächlich extrem witzig, Mann. In diesem Sinne... Verpiss dich, du! Verpiss dich, du! In diesem Sinne! Oh man, Alter, mich würde es aber auch krank abpacken, wenn der Omi stehen würde. Nicht herzlich willkommen zum heutigen Video. Was machen wir heute? Luca und ich waren mal wieder auf YouTube unterwegs und haben geschaut, was in den letzten Tage oder Wochen passiert ist. Dinge, die wir vielleicht auch übersehen haben. Und da sind wir auf ein paar Dinge gestoßen, wo ich wirklich sagen muss... Keep rolling, 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 rolling! Ich denke mal, viele von... Ich sage euch, bei mir ist alles in Ordnung. Knossi. Der Typ hat Autismus, ja? Aber lass das mal klar ist. Euch haben es mitbekommen. Tanzverbot hatte ein Interview mit Dieter Bohlen. Also wenn ich mal kurz eben, ich habe hier deine Fragen, habe ich ja auch schon, ich kenne deine Fragen. Ja. Also dann leg ich mal los. Das Ganze war natürlich nicht echt und ich möchte hier auch gar nichts Schlechtes über Tanzverbot sagen. Im Gegenteil. Schauen wir uns doch erstmal, bevor wir anfangen, das Double an von Dieter Bohlen. Keep rolling, 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 rolling. Jeder... Tanzverbot ein Interview mit ihm. Ich weiß nur, dass man Tanzverbot auf der Plattform hier nicht zeigen darf, weil man sonst gefistet wird. Ich hoffe, der kommt nicht mehr vor. Lass mich kurz gucken. Da kommt der Fake Dieter Bohlen. Ah, da sieht man Tanzverbot nochmal. Genau. Ja, das ist auch schon vorbei. Okay. Ich überspringe einfach, wenn Tanzverbot kommt. Ich kacke auf den Jungen. Der ansatzweise der SDS geschaut hat oder, keine Ahnung, auf Instagram mal über Dieters Tagesschau, warum auch immer, gestolpert ist, kann relativ schnell sagen, das ist nicht Dieter Bohlen. Jetzt schauen wir uns doch nochmal einfach Tanzen. Ne, den schauen wir uns jetzt nicht nochmal an. Also kann ich absolut nachvollziehen, dass der in dem Moment nicht gerafft hat, dass der... Aber versteht ihr langsam? Ich komme langsam ins Twitch-Game. Widerwärtig. Ich komme langsam ins Twitch-Game rein. Den Namen darf ich auch nicht aussprechen, okay, dann, der, dessen Name nicht genannt werden darf, wird jetzt hier auch, übersprungen. Und ihr seht schon, ich mache das intelligent, ja. Ich guck, wo kommt der Typ, was darf nicht gezeigt werden da, was darf nicht gezeigt werden dürfen. Und demnach überspringe ich es einfach. Und der, dessen Name nicht genannt werden darf, wollte Tanz, Digga. Oh Mann. Das nicht Dieter Bohlen ist, schauen wir uns doch erstmal den Typen an, der das Ganze ins Rollen gebracht hat. Hallo YouTube Deutschland, du kennst mich wahrscheinlich noch nicht. Stimmt. Mein Name ist Marvin und mein Kanal heißt StarTalking. Den habe ich schon mal gesehen. Ich glaube, das war ein unwichtiger Nebencharakter. Den solltest du jetzt abonnieren, denn was jetzt passiert, ist jenseits von Gut und Böse. Ihr könnt mir eins glauben. Das Einzige, was jenseits von Gut und Böse ist, ist der Cringe-Faktor von diesem Marvin. Tanzverbot würde doch niemals seine Abonnenten für Klicks verarschen. Wer... Er hat den Namen... von dem, der nicht ausgesprochen werden darf, ausgesprochen. Dieser Mensch ist in meinen Augen kein Mensch. Wer würde sowas denn tun? Ja, richtig. Ich. Schauen wir weiter. Welcher deutsche YouTuber ist so sehr von sich selbst überzeugt, dass er glaubt, ein Interview mit dem echten Pop-Titan zu bekommen? Da muss ich ehrlicherweise nicht lange überlegen. Marvin will mir gerade erzählen, Tanzverbot ist sehr von sich selber überzeugt. In welchem Universum? Lieber Tanzverbot. Dieser Name wird die ganze Zeit ausgesprochen. Leute, seid ihr des Wahnes? Er ist der, dessen Name nicht genannt werden darf, Mann. Setz dich mal kurz hin, halt dich mal fest auf deinem Stuhl, denn dein Interview mit Dieter Bohlen, das ist leider nicht echt. Das war ich. Ja, Marvin, das warst du. Glückwunsch, du hast Tanzverbot mit dem Dieter Bohlen-Double verarscht. Das ist ungefähr genau so, wie wenn ich zu dem Blind... Als ob der das geglaubt hat. Was ist denn das für ein Bullshit, Digga? Die soll mich doch hier mal nicht vollmüllen. Als ob dieser Marvin, Kevin oder wie der auch immer heißt, der Typ, Alter, guck mir das noch mal an. Was ist denn das für einer? Guckt euch den Typen doch mal an hier, ja? Da sitzt er mit seiner Frisur.
Ja? Was soll denn die Scheiße? Verstehe ich nicht. Ja. Weil ich, er sagt 5 und ich sag, nee, es waren 3. Dieter Bohlen singt seine größten Hits, ja. Für alle. Außer für dich, Tanzverbot. Ich versteh's nicht. Was hat Marvin gegen Tanzverbot? Hat Tanzverbot mit Marvins Freundin geschrieben? Ich weiß es nicht. Es klingt irgendwie so, als ob Marvin richtig pisst auf Tanzverbot ist. Und wie gesagt, Tanzverbot zu verarschen mit einem Dieter Bohlen-Double ist nicht schwierig. Die einzigen, die Tanzverbot verarschen können, sind die Leute, die bei McDrive-Schalter arbeiten und ihm einen Cheeseburger ohne Fleisch in die Tüte legen. Die können vielleicht Tanzverbot verarschen. Ist so, Digga. Und jetzt mal ganz abgesehen davon. Also ich fasse nochmal kurz zusammen. Der, dessen Name nicht genannt werden darf, lädt ein Video hoch. Mit jemandem, der aussieht wie Dieter Bohlen. Der, dessen Name nicht genannt werden darf, denkt, er hat wirklich ein Interview mit Dieter Bohlen hochgeladen. Irgendein random Nebencharakter, der völlig unwichtig ist und wirklich überhaupt keine Rolle spielt, kommt auf einmal und berichtet darüber, dass er, der, dessen Name nicht genannt werden darf, verarscht hat und probiert damit Welle zu machen, auf einer Welle, die komplett nicht von Relevanz ist. Habe ich das gerade richtig verstanden? Und keine Abos hat, richtig. Habe ich das gerade richtig zusammengefasst? Ist korrekt, oder? Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Ventilator in den Mob-Fokus. Oh mein Gott, ich merke gerade, der Salat kickt und damit kickt auch gerade der Nicht-Autismus. Dann habe ich ein Video von Apo Red gesehen. Er hat sich ein neues... Apo Red! Gute Überlege von mir. Auto gekauft, aber in diesem Video ist irgendwie ein Wort öfters vorgekommen als alle anderen Wörter. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob die... Es ist entweder das Wort Digger oder das Wort Bruder. Eins von den beiden. Hier raushören können, welches Wort es ist. Schauen wir mal gemeinsam rein. Digger, Digger, ja Digger. Ich wusste es, oh mein Gott, ich bin so cool! Okay, das war jetzt aber auch nicht sonderlich schwierig. Ey, aber es, ich bin schon echt... Ich bin echt gut, oder? Nee? All around me are familiar faces going nowhere. Stier. Digga, Digga. Was sind das für Leute, Digga? Digga, ich muss sagen, Digga. Digga, Digga. Gero G, Digga. Digga. Digga, 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 Digga. Digga, ohne Witz. Digga, Digga, Digga. Digga, auf Ehre. Digga, Digga. Digga. Oha, Digga. Digga, 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 Digga. Digga, Digga, Digga. Oh mein Gott. Ohne Witz. Digga, 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 ohne Witz. Boah, Digga. Digga, Digga. Ah, Digga. Konntet ihr das Wort raushören? Ich nicht. Aber diese, also man muss wirklich sagen, diese Ticks, die teilweise sind heutzutage, mit Digga, Bruder und diese ganzen Füllwörter, die man so benutzt, um so diesen Slang zu reden, Alter, das ist wirklich extrem geworden. Ich habe das auch, letztens habe ich ein Video von Monte gesehen und da wurde auch das Wort Digger richtig vergewaltigt. Also das ist mittlerweile auf einem Level, wo ich wirklich sagen muss, schade, ich dachte, das schallert mehr. Verdammt nochmal! Wo sind wir angekommen? Dass hier die Sprache auf einem anderen Niveau vergewaltigt wird, ja? Sag mal, hallo? Können wir uns vielleicht mal bitte ein bisschen zusammenreißen, Digga? Ja? Was soll denn die Scheiße hier, Digga, ja? Digga, ich sag's euch ehrlich, Digga. Guck mal, für mich ist es so, Digga. Mich fuckt's einfach extrem ab, Digga. Wenn hier irgendwelche Leute kommen, Digga, und einfach meinen Stuttgarter Straßenslang abjabern, Digga. Weißt du, was ich meine, Digga? Digga ist ein Wort, das hab ich ins Leben gerufen, ja, Digga? Versteht ihr, was ich meine, Digga? Und jetzt rafft euch mal, Digga, ohne Witz, Digga. Ja, Mann, Digga, ist so, Digga. Fühl dich, Bruder, Digga, ohne Witz, mein Bruder. Digga, fahr ich brutal, Digga. Fühl dich brutal, Bruder, Digga. Nächsten Gast haben wir Simon Unge mit einer Reaction. Oh nein, bitte, 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 dem kleinen Kind darf nichts passieren. Es scheint so, als ob Simon es nicht Alter, es geht langsam los. Ich sag euch, es kommt die Zeit, das wird jetzt demnächst der Fall sein, in der Zeit geraten wir in Apokalypse. Wir sehen es jetzt hier schon, pass auf, in dem kurzen Standbild. Was sehen wir? Wir sehen ein Video von Sascha, in einem Video von Sascha, nee, sorry, nochmal. Wir sehen ein Video von Sascha, in einem Video von Unge, in einem Video von Sascha. Das ist schon beängstigend. Aber jetzt pass auf, es geht safe noch weiter. Eines Tages wird es so sein. Unten rechts eine Cam, oben rechts eine Cam, oben links eine Cam, unten links eine Cam, jeweils in der Mitte von den Seiten und von oben auch nochmal eine Cam. Es werden insgesamt 8 bis 10 Cams im Bild sein, wie jemand ein Video von einem 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 verdammten Video schaut, ja?
Das Ganze ist der absolute Kernreaktor und dann, Leute, muss ich euch ehrlich sagen, bin ich raus. Es scheint so, als ob Simon es nicht ertragen könnte, wenn kleinen Kindern etwas passiert. Ich hasse es, wenn kleinen Kindern etwas passiert. Das finde ich so schlimm. Oh mein Gott, mir fällt gerade auf, ich bin ja jetzt gerade auch da drin. Dennoch, oh mein Gott, das darf doch nicht wahr sein. Alter, Moment mal ganz kurz. Stier, was habe ich getan? Alter, kein Ey, Junge! Junge! Ich bin komplett lost. Weil die haben so kleine Arme und so kleine Finger und wenn die irgendwie sich einklemmen, dann... Oh, dann kann ich gar nicht hingucken. Oh, dann kann ich gar nicht hingucken. Genau. Oh, bitte klemm dich nicht ein. Ey, stimmt. Meine Cam muss echt oben links hin. Warte, wir müssen das nochmal kurz neu machen. Jetzt, stimmt's überein. Das ist schon... Das ist schon fast der Fall, den ich gerade beschrieben habe. Bin ich behindert? Ich bin behindert. Es scheint so, als ob Simon es nicht ertragen könnte, wenn kleinen Kindern etwas passiert. Ich hasse es, wenn kleinen Kindern etwas passiert. Das finde ich so schlimm, weil die haben so kleine Arme und so kleine Finger. Und wenn die irgendwie sich einklemmen, dann... Oh, dann kann ich gar nicht gucken. Simon, alles in Ordnung bei dir? Ich bin aber bei ihm, ja. Oh, dann kann ich gar nicht hingucken. Oh, bitte klemm dich nicht ein. Ich glaube, in Simon seinem Kopf geht gerade einfach nur eins vor. Was für eine Missgeburt. Was für eine Missgeburt ist der Typ eigentlich? Sind wir ehrlich? Moncalazzo.